Seit einiger Zeit stellt das Pariser Goethe-Institut jedes Jahr den Literaturpreisträger oder die Literaturpreisträgerin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Frankreich vor. In diesem Jahr ist es leider nicht möglich, den aktuellen Preisträger Hans Pleschinski nach Paris einzuladen. Wir freuen uns aber sehr, dass dieser besonders frankophile Münchner Schriftsteller den Preis erhält und gratulieren sehr herzlich. Gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung möchten wir die Auszeichnung mit diesem Videoporträt würdigen, das zugleich Teil unseres Fokusprogramms Munich Unique ist, mit dem wir in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr die aktuelle Münchner Kulturszene vorstellen. Norbert Lammert, der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, wird gleich erläutern, aus welchen Gründen die Jury Hans Pleschinski ausgewählt hat. Danach führt der deutsch-französische Übersetzer, Kritiker, Essayist und Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte ein Gespräch mit dem Autor. Und zum Schluss liest Hans Pleschinski einen Auszug aus seinem neuesten Roman über Paul Heyse, der demnächst veröffentlicht wird. Ich wünsche viel Vergnügen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt ihren Literaturpreis an Autoren und Werke, die sich nicht nur durch ihre literarisch-ästhetische Qualität auszeichnen, sondern darüber hinaus durch ihre politisch-gesellschaftliche Relevanz. Das trifft für den diesjährigen Preisträger Hans Pleschinski in einer besonderen Weise zu, der uns immer wieder und seine Leser auf eine zeithistorische Spurensuche begibt und mit den großen Traditionen der deutschen und der europäischen Kultur konfrontiert. Sein großer Europa-Roman Brabant ist eine grandiose Schilderung der europäischen geistigen Verfassung mit der Neigung zu Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung zwischen Kleinmut und Übermut, Euphorie und Depression. Dieser Roman ist nicht nur die vom Feuilleton zu Recht gerühmte, amüsante Romansatire. Nach meinem Verständnis ist dieser Roman ein großer Appell an den Selbstbehauptungswillen einer großen Zivilisation. Lieber Herr Pleschinski, auch aus Paris, ganz herzlichen Glückwunsch zum Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Jury hat eine sehr glückliche Hand gehabt, wie wir hier in Paris alle meinen. Und offenbar geht es in dieser Jury ähnlich zu wie in den Nobelpreiskomitees für Naturwissenschaften, die große Leistungen auszeichnen, die aber oftmals ein paar Jahre zurückliegen. In Ihrem Falle ist das jetzt der Roman Brabant oder Brabant, wir haben uns gerade noch unterhalten über die richtige Akzentsetzung. Auf jeden Fall ist es dieser Roman und dieser Roman liegt nun 25 Jahre zurück, ist aber, und das hat die Jury natürlich gemerkt, von einer geradezu atemberaubenden Zeitgenossenschaft, wie wir vielleicht sehen werden im Laufe unseres Gesprächs. Ich springe gleich ans Ende dieses sehr voluminösen Romans, der neben Ihnen steht. Und genau diese Ausgabe habe ich Ihnen gelesen. Und dort findet man auf Seite 546, da ist man ganz kurz vor dem Ende. Es bleiben nur noch wenige Zeilen vor dem finalen Showdown, den wir jetzt hier nicht verraten wollen, findet man einen kleinen Satz. Dort streift der Blick des Erzählers auf den Schreibtisch eines Mitarbeiters der Abwehrabteilung im amerikanischen Innenministerium. Dort liegt ein Telex von Interpol und der reichlich surreale Inhalt lautet, ich zitiere, belgisches Spezialitätenrestaurant in See gestochen. Stop. Britische Age 13 nimmt Verfolgung auf. Stop. Kriegen die Sache wahrscheinlich selbst in den Griff. Stop. Paris, 14. Oktober. Was ist da passiert und wer soll da was in den Griff kriegen? Lieber Herr Ritte, beste Grüße nach Paris. Ja, das ist schon eine etwas merkwürdige Meldung, die da in Washington auf dem Schreibtisch liegt. Ein belgisches Spezialitätenrestaurant in See gestochen. Aber um dieses Restaurant Brabant geht es in der Hauptsache in dem Roman. Das lässt sich kurz zusammenfassen. Es gibt in dem Roman den europäischen Kulturverein Artemis, ein Privatverein, engagierte Europäer. Die treffen sich einmal im Jahr zu einer Kulturkonferenz in Belgien, in Nieuport, Neuhafen sozusagen, um
zu tagen und vor allen Dingen auch zu feiern. Es sind so ungefähr 30 Mitglieder da und die wohnen und speisen da auf einem ehemaligen Schiff der belgischen Kongo-Flotte, eine Fregatte umgebaut, Brabant, ein altes, gemütliches Hotelrestaurant. Und bei Beginn dieser Tagung erfährt man, dass neben dem Euro Disneyland bei Paris ein zweites gebaut werden soll, und zwar bei den antiken Ruinen der Hadriansvilla in Rom. Ein zweites Euro Disneyland. Und da platzt den Kultureuropäern der Kragen angesichts dieser amerikanischen Invasion und Amerikanisierung. Und in einem sehr kühnen, spontanen Entschluss entscheidet man sich, mit diesem Restaurant, auf dem noch eine Kanone ist, aus dem 19. Jahrhundert nach Amerika zu fahren, einen Warnschuss an die Vereinigten Staaten abzugeben und ein europäisches Kulturmanifest der Weltpresse zu überreichen. Ja, ein schöner Plan. Und der Roman sind halt die 6 Wochen Überfahrt über den Atlantik, wo es um Leben und Tod geht, ob man versinkt oder überhaupt wieder ein Stück Land sehen wird. Und die 30 Kultureuropäer aus vielen Ländern Europas, ich habe damals auch Polen schon und Litauen einbezogen, Ungarn Anfang der 90er Jahre als fraglos europäisch, debattieren eben, was das europäische Kulturprogramm sein könnte, die europäische Identität. Da gibt es so Manifestsitzungen, die teilweise sehr skurril sind. Und natürlich an Bord die Schicksale von Personen. Ein Spanier zum Beispiel, ein betagter alter Herr, Herr Pamplona aus Pamplona, stirbt, bekommt ein Seebegräbnis, es gibt einen Seesturm und sie werden von der britischen Korvette H13 verfolgt. Denn man kann ja nicht einfach über den Atlantik fahren. Das ist ja auch verdächtig und da kommt es zu abenteuerlichen Situationen, auch mit dieser Fregatte, mit der Korvette, die ihnen folgt, der Brabant. Ja, für mich schien es so der letzte Seefahrtsroman der Literaturgeschichte zu sein, denn auf See finden eigentlich sonst keine Romane mehr statt. In der Tat, also es ist ein Roman zur See, wie Sie im Untertitel schreiben. Es ist ein abenteuerlicher Roman, ein Abenteuerroman. Und jetzt haben wir gehört, was da in den Griff bekommen werden soll. Eben diese Truppe von 30, 40 Europäern, die auf diesem Restaurantschiff gen Amerika segeln und dort einen Warnschuss abgeben wollen. Aber ich habe das gelesen und da denkt man sich, das ist die Deformation professionell, die man dann als Mensch von der Universität hat. An irgendwas erinnert mich das irgendwie schon. Also sind das jetzt die großen utopischen Romane aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, Staatsromane? Und plötzlich sagte ich mir, ist das nicht eher sogar das Narrenschiff, das Sie da aufs Wasser gesetzt haben, ein Käfig voller europäischer Narren? Oder haben Sie da einen Zauberberg neu entworfen, ein Gegenzauberwerk geschrieben, der sich hier auf den Höhen und Tiefen der Wellentäler bewegt und nicht in einem Sanatorium in der Schweiz, aber doch in einer genauso geschlossenen Gesellschaft? Ja, das obliegt dem Leser, wie er das einordnen will. Mir schwebte kein konkretes Beispiel vor. Natürlich Zauberberg und Narrenschiff aus der Renaissance, das kenne ich. Aber das ist frei entstanden. Es ergab sich aus der Situation dieses Schiffes. Und eine sehr intensive Leserin meiner Bücher hat es am Anfang, wie Sie vielleicht, als Narrenschiff gelesen, als Komödie. Sie hat das Buch zweimal gelesen und empfand es als Tragikomödie. Und beim dritten Lesen sagte sie, es ist eine Tragödie. Es ist eine neuzeitliche europäische Tragödie, die da vorgeführt wird. Also es wäre sehr schön, wenn das changiert. Es gibt heitere, amüsante Szenen, opulente Szenen, zum Beispiel, dass die Europäer ein großes Fest feiern, eine Gala maritim an Bord der Brabant, aber dann ja auch Verzweiflung. Und man muss sich das ja auch real vorstellen. Das sind dann Menschen aus dem Berufsleben in Ungarn, in Monaco, in Paris, in Marburg, die verlassen ihr ziviles Leben. Die setzen alles aufs Spiel. Denen wird gekündigt, die kommen vielleicht ins Gefängnis. Und wie werden die USA reagieren?
Sie wollen auf den Potomac fahren und einen Warnschuss mit einer europäischen Kanone auf das Pentagon abgeben. Als ich das schrieb, war das sehr komisch. Es gab Amüsement bei den Lesungen. Dann geschah der 11. September. Und das Buch schrieb sich von selbst um. Was heiter war, wurde grässlich. Europäer greifen die USA an. Europäische Fundamentalisten sozusagen. Es fand keine Lesung mehr statt. Ich wollte auch nicht mehr. Das war einfach schrecklich. Vor allen Dingen, weil in dem Roman diskutiert wird, an einer Stelle sollte man das World Trade Center zum Ziel nehmen. Ich war entsetzt hinterher, als ich das las. Aber ganz wichtig war dann noch eine Seite, in dem ein Niederländer sagt, wenn die europäische Kultur sich nur mit einem Hauch von Gewalt mit Toten oder Verletzten verteidigen muss, ist sie nichts wert. Und das hat den Roman langfristig gerettet, glaube ich. Und es fanden dann auch Lesungen in den USA statt, wo man dann sehr gut diskutieren konnte, denn es ist kein antiamerikanischer Roman, sondern ein proeuropäischer. Das ist sehr wichtig. Es gibt auch unterschiedliche Positionen. Die französische Vereinsvorsitzende, die betagte, edle Madame Jeanne-Eleonore Toussaint, ist französische Erzeuropäerin. Sie will die Vielfalt in der Einheit Europas retten. Da stehe ich auch dazu. Und es gibt zum Beispiel einen Niederländer, Herrn Heusters, der mit an Bord geblieben war, weil er geschlafen hatte und nicht mehr weg kann. Der verteidigt die USA, den Jazz, die Freiheitlichkeit, die Weite des Landes, die ja auch das Gemüt öffnen kann. Also das ist offen. Der Leser wird sich entscheiden und den Argumenten anschließen. Aber für mich selbst ist es ganz wichtig, energisch darauf hinzuweisen, dass Europa grandios ist. Ein Stichwortgeber für unendlich vieles auf der Welt. Und dass die Vielheit Europas in einer Einheit bestehen muss. Und das ist ja wirklich ein wichtiges Ziel weiterhin. Und da hat man genug damit zu tun. Und der Kulturverein Artemis denkt das schon einmal durch an Bord der Brabant in den Stürmen des Atlantik. Ja. Die Vielheit kommt ja gut zur Geltung, denn es wird ja sehr kontrovers diskutiert an Bord. Sie haben es gerade gesagt, die französische Vorsitzende Jeanne, sie muss Jeanne heißen, glaube ich, weil Jeanne d'Arc-Erinnerung vielleicht auch daran geknüpft ist. Jeanne diskutiert sehr kontrovers mit dem holländischen Widerpart. Und dazwischen sortieren sich alle anderen. Und das ist ja nur ein Roman, der unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs spielt. Deswegen sind ja auch alle möglichen Europäer dabei. Litauer, haben Sie eben schon gesagt, Polen, die alle schon mit ihrer eigenen Version, mit ihrer eigenen Anschauung und Erfahrung von Geschichte an Bord gehen und das in die großen Diskussionen einbringen. Das ist ein bisschen so der, was ich als den Zauberberg-Aspekt wahrgenommen habe, wo ja auch eben sehr viel diskutiert wird. Und doch hat man, Sie haben es jetzt selber schon gesagt, dass es erschreckend aktuell wurde, als die Anschläge auf das World Trade Center stattgefunden haben. Es ist ja auch in einer anderen Weise aktuell, wenn eben gerade Jeanne Toussaint, die Vorsitzende der Artemisianer, so vehement gegen die neue Barbarei, gegen die neue Unkultur wettert, gegen Amerika wettert. Und Amerika ist dann doch, ist das ein notwendiges Gegenbild, trotz allem in diesem Roman? Europa arbeitete sich an Amerika ab. Die Dinge haben sich verschoben durch den Aufstieg Chinas, durch auch russische Bedrohlichkeiten im Osten, durch autokratische Regime in Europa. Da gäbe es genug andere Ansätze. Aber es braucht immer ein Gegenbild, offenbar, um sich zu identifizieren, seine eigene Identität zu manifestieren. Und das geschieht dann zum Beispiel, indem die Mitglieder des Kulturvereins jeder irgendein Gericht aus seiner Heimat kocht und den anderen damit überrascht. Und die USA Unkultursachen unter der Trump-Administration zum Beispiel, die sind natürlich abzuwehren entschiedenst. Und auch Brüssel ist zu wünschen, dass die Europäer es zu einer starken Führung Europas machen und auch Klischees abbauen. Es wird immer von einem
Verwaltungsmonstrum in Brüssel gesprochen, die EU-Verwaltung. Dort arbeiten weniger Menschen als in der Stadtverwaltung von München. Und die halten einen ganzen Kontinent doch grandios zusammen. Keinem Land in Europa ging es besser als jetzt in seiner Geschichte, wirtschaftlich, freiheitlich. Das ist ein ungeheurer Gewinn und dazu stehe ich, dafür plädiere ich gerne. Und wie viele US-Amerikaner auch mit Neid, mit leichtem Neid, wenn sie Europa kennen, auf unsere Sicherheit und auf unser Wohlleben schauen, das muss man sehr leicht undankbaren Europäern auch absolut in Erinnerung rufen und ins Stammbuch schreiben. Wir können uns glücklich schätzen über diese Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, die von den USA sehr beschützt und gefördert wurden. Ich bin an der deutsch-deutschen Zonengrenze aufgewachsen, auf der Westseite. Ich weiß, dass sich die freiheitliche Erziehung, das freiheitliche Werden, das ich genoss, eben dem Schutz auch der NATO, der USA verdanke. Das werde ich natürlich nicht vergessen. Und alle Kulturen sind komplementär. Wobei es dann noch einen ketzerischen Gedanken gibt bei den Brabant-Sitzungen. Europa, ist das wirklich so bedroht? Die europäische Kultur hat den ganzen Globus überspannt bis jetzt. Allein die Sprachen, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, die umspannen die Welt. Die Institution der Börse kommt aus Brügge. All diese Dinge, die Logistik der modernen Welt ist ursprünglich europäisch, in den USA manchmal weiterentwickelt, aber manchmal gibt es fast, wenn man hinter die Kulissen schaut, ein Stück zu viel europäischer Logistik, die alle Kulturen und Gesellschaften bestimmt, die die Zukunft meistern wollen. Man kann nur wünschen, dass diese Ihre Worte auf viele offene Ohren stoßen und dass wir möglichst viele Menschen erreichen mit diesem Gespräch heute Abend, das noch lange fortgeführt werden könnte. Aber offenbar haben wir auch einen kleinen Zeitnot. Sie begegnen all diesen Figuren, die Sie da aufs Boot setzen, mit sehr viel Empathie, mit sehr viel Ironie, manchmal mit einer gewissen Melancholie. Das ist ein Eindruck, den man auch hat, aber bei allem sehr viel Sympathie. Mir bleibt noch eine Frage zu diesem Roman. Warum eigentlich Brabant und warum starten die aus Belgien? Die hätten ja auch in Holland ablegen können oder in Frankreich oder in Portugal, wo viele Seefahrer Richtung Amerika in See gestochen sind. Hatte das eine besondere Bedeutung für Sie? Es gibt laut Gottfried Benn so ein Wallungswert in der Sprache, Begriffe, die einen anregen. Und dazu gehört auch Brabant. Das ist was Mystisches in Deutschland. Auch vielleicht durch Lohengrin, ist eine Industrieregion in Holland, Niederlanden, Belgien. Aber eben auch ein kulturvolles Kernstück Europas. Das ehemalige Herzogtum Burgund mit herrlichen Städten, mit einer großen alten Kultur und diesem schönen Namen Brabant. Und Belgien liebe ich sehr. Es ist vielfältig, eine kleine Schatztruhe Europas, ein Königreich. Und es hat was leicht Geheimnisvolles. Wenn das Schiff von Frankreich in See gestochen wäre oder von England, dann würde alles aggressiver klingen. Aber von Nieuport an der belgischen Küste, das klingt erstmal heimelig. Und Nieuport, Neuhafen, ist natürlich auch ein Wort des Aufbruchs für Europa. Sehr schön. Europäisch ist nicht nur dieser Brabant-Roman, das haben wir, glaube ich, jetzt alle verstanden. Wer Ihren Holzvulkan gelesen hat zum Beispiel, weiß, dass man Europa, dass man Versailles in diesem Falle auch in niedersächsischen Sumpflandschaften wiederfinden und prachtvoll verfaulen sehen kann, wenn es sein muss. Und zuletzt haben Sie ebenfalls in einer Perspektive des Endes zwei große Romane geschrieben. Einen davon haben Sie uns hier in Paris auch vorgestellt. Jeweils aus den letzten Monaten zweier großer Deutscher, zweier großer Europäer, zweier großer Weltbürger, muss man sagen. Thomas Mann in Königsallee haben Sie einen Roman gewidmet und Gerhard Hauptmann zuletzt in Wiesenstein, jeweils mit einem Esprit d'époque, von einem Ende her gesehen. Bei Thomas Mann sind es die Jahre des Wirtschaftswunders im Nachkriegsdeutschland, bei Wiesenstein ist es der Untergang von Nazi-Deutschland. In diesem Falle, jetzt
hören wir, sitzen Sie an einem dritten Roman, beziehungsweise haben diesen abgeschlossen, er erscheint nächstes Jahr, und der ist Paul Heise gewidmet. Was hat der mit diesen beiden anderen zu tun und was dürfen und können Sie uns davon schon sagen? Ich komme gerade aus dem Beck Verlag, wo die Umschlagdiskussion stattfand. Der Paul Heise Roman Am Götterbaum wird im Januar erscheinen. Und Paul Heise war der erste Nobelpreisträger für literarische Werke Deutschlands, 1910. Ein weltweit bekannter Schriftsteller, in 24 Sprachen übersetzt, der Entdecker Dostojewskis für Deutschland, der das erste Gedicht gegen Tierquälerei geschrieben hat, für die Frauenemanzipation sich stark machte, und er hat in München gelebt. War Berliner, aber lebt hier in München und hat das literarische München überhaupt erst erfunden und in Gang gebracht. Vorher war hier nicht viel los in der Literatur. Und ich bin auf seine Villa gestoßen, die ein bisschen kriegszerstört ist, die an einem unglaublich zentralen Platz liegt, am Königsplatz gegenüber dem Lehnbachhaus. Und kein Mensch weiß das. Die sind in einer Mauer. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Wer wohnt da drin? Normale Mieter jetzt. Aber damit ließe sich doch was ganz anderes machen. Und zwar zum Beispiel das größte Literatur- und Kommunikationszentrum mindestens Süddeutschlands, wenn nicht Deutschlands, das Heise-Zentrum. Denn er war ein europäischer Dichter auch. Und das spielt der Roman durch. Er spielt in der Gegenwart diesmal, aber mit Heise trotzdem in der Mitte. Es gibt eine Münchner Initiative in dem Roman, die die Villa haben will, Vorkaufsrecht der Stadt, und das umwandeln will in etwas ganz Großartiges. Und das spielt der Roman, der an einem Märzabend in München spielt, durch. Er hat dann ein sehr verblüffendes Ende. Und man lernt, glaube ich, viel über Paul Heise, die Gründerzeit in Deutschland, die Literatur zwischen Goethe und Thomas Mann, da klafft ja eine Wahrnehmungslücke, der Paul Heise groß war. Ja, und Befindlichkeiten der Gegenwart spiegeln sich darin, hoffe ich. Und alles endet dann am Götterbaum. Wir sind gespannt auf diesen großen Bogen, der das Ganze zu einer Trilogie rundet, also die Trilogie der deutschen Literatur-Nobelpreisträger aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Herr Pleschinski, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Und ich glaube, jetzt steht eine kurze Lesung an aus dem Roman, aus dem Paul-Heise-Roman. Ein kleiner Ausschnitt aus meinem neuen Roman Am Götterbaum über Paul Heise, der erste Literatur-Nobelpreisträger in Deutschland, und über den kühnen Plan der Stadt München, ein riesiges Paul-Heise-Zentrum in München zu bauen, fast ähnlich dem Centre Pompidou in Paris. »Was wollen Sie eigentlich alle heute hier?«, fragte die Konditorsfrau auf dem Flur. »Unser Abendbrot steht auf dem Tisch, ich muss noch arbeiten und bald geht's zu Bett.« »War jetzt der Moment, um den Mietern reinen Wein einzuschenken?« Ein paar Monate lang könnten Sie hier noch ungestört wohnen, aber dann kämen die Architekten, vielleicht auch schon früher. Die scheußliche Mauer würde abgerissen, der Garten vorläufig planiert, das Grundstück nach hinten erweitert, die heiße Bauphase würde beginnen. Entkernung der Villa, Anrücken der Bagger und Kräne, Erdausschub für Keller und Untergeschoss, Fundamente für das Atrium, für die Stipendiatenwohnung und den Konferenzsaal. Tiefgarage, Hochziehen der Wände für die Bibliothek, die Lola Montes Bar, Solarenergie vom Dach, Mooswände zum Luftfiltern. In 3-4 Jahren könnte dann in Anwesenheit des Bundespräsidenten die Einweihung des Paul-Heise-Zentrums stattfinden. Die Münchner Symphoniker würden Brahms akademische Festouvertüre spielen, Sänger der Chor der Staatsoper würden vertonte Verse des Nobelpreisträgers von 1910 darbieten. Gesegnet sei, durch den die Welt entstund, wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten. Er schuf das Meer mit endlos tiefem Grund, er schuf die Schiffe, die hinübergleiten. Er schuf das Paradies mit ewigem Licht, er schuf die Schönheit und dein Angesicht. Nach den Feierlichkeiten würde das Kulturzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Nach ursprünglichem Mobiliar musste geforscht werden, Heises Schreibtisch. Es existierten noch Fotos von einigen Innenräumen, die Halle mit Marmorboden, die Knabenbronze.
Ausstellung, mittwochs ermäßigter Eintritt, Besucher von nah und fern, Schulklassen, die zuvor eine, zwei seiner Novellen durchgenommen und diskutiert hatten, La Rabiata oder Erkenne dich selbst, und nun das Heim des Dichters in München aufsuchten. Im Atrium das Tagescafé Sorrent, ein veganes Buffet. Gewiss konnte man den Konditor, der jetzt hier noch wohnte, dazu anregen, eine Heisetorte zu kreieren. Der Süden wäre um ein Glanzlicht reicher, Kultur würde aufblühen. Was schauen Sie uns denn so mitleidig an? Erkundigte sich die Konditorsfrau. Die Zähne in den Flipflops waren pastellfarben lackiert. Wir hätten jetzt gern unsere Ruhe. Freundlich, aber deutlich wies sie der städtischen Kommission oder was auch immer dieser Haufen darstellte, den Weg nach unten zur Tür. Sie werden von uns hören. Die Stadtbaurätin lächelte bemüht. Besser nicht, sagte Herr Deng. Auch er war bei fremden, netten Menschen, die sogar Laientheater spielten, noch niemals dermaßen ungebeten eingedrungen und wieder hinauskomplimentiert worden. Der deutsch-französische Kulturaustausch im Sinne von Ideen- und Werteaustausch ist zentral für Europa. Das sahen Adenauer und de Gaulle, das gilt heute ganz besonders. Die jüngsten Literaturpreisträger der Konrad-Adenauer-Stiftung haben einen besonderen Bezug zu Frankreich. Seit 2017 kommen sie jeweils im Herbst nach Paris und stellen ein neues Werk im Pariser Goethe-Institut vor. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung und unserem Auslandsbüro in Frankreich, das sich in der täglichen Arbeit dafür einsetzt, dass der deutsch-französische Motor gut und verlässlich läuft. Das gemeinsame Video der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Goethe-Instituts, sicherlich deutlich kürzer als die Schifffahrt des Europäischen Kulturvereins in dem Roman Brabant in die USA, aber hoffentlich ähnlich aufschlussreich, würdigt Hans Pleschinskis große Gabe, von den demokratischen Europadiskursen und der gemeinsamen europäischen Geschichte zu erzählen. Wir senden nos meilleures félicitations aus Frankreich an Hans Pleschinski. Thank you.